Ist euch was aufgefallen? Genau, es gab eine kurze Winter- oder Weihnachtspause. Nennt es wie ihr wollt, aber der Pain ist weg. Ich bin wieder da, jeden Mittwoch wieder voll am Start. Die erste Folge nach der Pause und was täte da besser als eine winterliche Pasta? Heute mit Blumenkohl, Cavolfiore auf Italienisch. Und ich kann euch garantieren, es wird eine Bombe. Es wird richtig gut. Ich habe es gerade schon angedeutet, Blumenkohl ist die Hauptzutat in diesem Video. Das heißt, wir haben hier unseren Blumenkohl, haben echt erstmal eine Menge Blumenkohlarbeit. Ich werde jetzt diesen grünen Shit hier abmachen. Dann werde ich die Wölkchen hier so ein bisschen rausschneiden. Dann wird das Ganze in Salzwasser gekocht und dann habt ihr erstmal wieder eine kleine Pause. Ist eigentlich ganz nett, oder? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, normalerweise, wenn ich den Blumenkohl selber kaufe, bin ich meistens schon so dreist und mache den im Supermarkt so ein bisschen teilsauber und lasse diesen ganzen Shit nämlich direkt da. Dann hat man die Arbeit zu Hause nicht mehr und hat den Mülleimer auch nicht so relativ schnell voll. Guck dir das mal an. Müll, Blumenkohl. Das ist fast ungefähr die gleiche Menge, die wir da mitgenommen haben. Ich werde es jetzt erstmal entsorgen. Ihr könnt sowas natürlich auch immer als Suppengrundlage verwenden oder so, aber bei uns heute, weil ich jetzt keine Lust habe, hier auch noch eine Suppe aufzusetzen, ist es Müll gewesen. Wir brauchen hier nur den Blumenkohl. Den schneide ich jetzt gleich ein bisschen runter. Gewaschen habe ich ihn gerade fix und dann kommt er hier ins gesalzene Wasser. Guck mal hier, Wasser ist kurz vorm Kochen. Können wir jetzt schon mal salzen. Und unseren wunderschönen Blumenkohl da reintun. Wie ich es schon angemerkt habe, wenn das Zeug hier drin ist, dann könnt ihr zwar noch ein bisschen vorbereiten, so die Zwiebeln und so schnippeln, aber dann habt ihr erstmal ein bisschen Pause, denn der muss jetzt hier schön einköcheln und ein bisschen weicher werden, bevor wir ihn dann halt nachher für unsere Pasta weiterverarbeiten. Fuck. Habe ich Fuck gesagt? Nein, du hast nicht Fuck gesagt. Wird das gepiept? Der Blumenkohl gart weiter vor sich hin. Wir machen uns jetzt an die Zwiebel. Denn die brauchen wir gleich auch, um das Ganze noch mal ein bisschen schön anzuschwitzen. Es ist so traurig, aber es ist wirklich so traurige Freude. Das ist so Vorfreude auf das Essen gleich. Und jetzt gehe ich mir das Ding eben auswischen. Nachdem ich gerade mein schauspielerisches Talent zum Besten geben konnte und wirklich auf Knopfdruck oder auf Zwiebelschnitt weinen konnte, kommt jetzt ein bisschen Öl in die Pfanne. Und rein mit den Zwiebeln. So, Zwiebel schwitzt ordentlich. Jetzt kommen Sardellen, Sardellenfilets. Da tun wir so, ja, 4, 5 Stück rein. Das ist jetzt auch alles echt nur zum Aromatisieren. 4 habe ich schon drin. 5. Ach, ich nehme auch 6. So. Und das löst sich jetzt hier so ein bisschen drin auf. Das gibt echt einfach ein richtig schönes Aroma. So ganz, ganz leicht fischig, aber auch so ein bisschen salzig. Wird sich hier jetzt gleich schön auflösen. Also Luigi, ich werde dich gleich hier rüberholen. Du hast gesehen, wie ich die Sardellenfilets reingegeben habe. Du kannst sie dir jetzt noch so ein bisschen im Ganzen angucken. Aber wir sehen schon, wie sie sich so ein bisschen aufgelöst haben. Und das wird jetzt auch noch mehr passieren. Und dann gibt das gleich hier so einen schönen Sud aus Zwiebeln und Sardellen. Können wir jetzt auch ein bisschen runterdrehen. Und wenn dann das Sardellenfilet komplett aufgelöst ist, können wir so ein bisschen was von dem Blumenkohlwasser rüberholen. Sexy. Ich würde alles für dich tun. Natürlich nicht, aber für euch da draußen schon. Das heißt, wenn ihr Rezeptwünsche habt, dann schreibt ihr sie in die Kommentare. Und wir setzen es um. Wenn es euch aufgefallen ist, also den Leuten, die nämlich auch schon mal Kommentare reingeschrieben haben, wir haben auch schon Ideen umgesetzt und nicht nur produziert, sondern auch veröffentlicht. Und jetzt holen wir was von dem Blumenkohlwasser. Und was machen wir jetzt? Jetzt holen wir den Blumenkohl nach. So, in der Zeit, wo hier Blumenkohl vor uns herkocht, machen wir schon mal die Pasta ins kochende Wasser. Dazu nehmen wir auch noch das Blumenkohlwasser. Ich habe einfach ein paar leckere Rigatoni genommen und die machen wir uns jetzt fertig. Hier beim Blumenkohl sieht es auch schon richtig fein aus. Was wir hier jetzt gleich noch ein bisschen reintun, ist ein bisschen Petersilie. Wir können hier schon mal so ein bisschen pfeffern.
Wir sehen, das Ganze wird immer cremiger. In der Zwischenzeit bereite ich schon mal so ein bisschen Petersilie vor. Auch einfach grob nur hacken. Das reicht schon. Der Blumenkohl sieht schon ganz gut aus von der Konsistenz. Guck mal hier, Luigi. Den tue ich jetzt hier erstmal zur Seite kurz. Jetzt nehme ich mir eine andere Pfanne. Denn jetzt zeige ich euch was, was ihr optional auch noch machen könnt. Und zwar arbeite ich ganz gerne immer bei solchen Gerichten, A, weil es gut aussieht, B, aber weil es auch einen guten Crunch da rein gibt, mit Semmelbrösel oder Paniermehl, was wir jetzt so in Olivenöl so ein bisschen kross machen werden. Ich zeige euch, wie das geht. Pfanne kurz auf den Herd, die wird leicht erhitzt. Bisschen Olivenöl. Und hier unser Paniermehl. Und ab jetzt müsst ihr aber auch sehr aufpassen, wenn es anfängt, ein bisschen goldig zu werden, weil ab goldbraun und verbrannt ist es dann sehr, sehr schmaler Grat. Das geht dann sehr schnell. So, die Dinger sind fertig. Die holen wir jetzt hier runter. Die sind jetzt noch schön al dente. Das ist auch wichtig. Ja, die ziehen jetzt hier noch so ein bisschen mit dem Blumenkohl nach. Ein Spektakel, Luigi. Ein echtes Spektakel. So. Bisschen Petersilie noch dran. Was von den Semmelbröseln. Aber da verwahren wir auch noch was nachher zum Anrichten. Aber ein bisschen was tun wir auch schon hier rein. Auch so ein bisschen warm. Deswegen nehmen wir das so. Und wir haben ja noch den wunderbaren Pecorino. Auch davon muss hier schon ein bisschen was dazu. Jetzt tut mir einen Gefallen zu Hause und bedenkt einige Dinge. Hier ist das gesalzene Blumenkohlwasser drin. Hier sind die Sardellen drin, die auch sehr salzig sind. Und hier ist auch noch der Pecorino drin, der auch ein extrem salziger Käse ist. Das heißt, seid also vorsichtig, auch wenn ihr einen sehr salzigen Gaumen habt. Ihr könnt natürlich nachsalzen, das ist immer jedem selbst überlassen. Ich würde eher empfehlen, gleich nur noch ein bisschen pfeffern, wenn wir das hier gut durchgerührt haben. Und dann ist das Ding fast schon komplett fertig und dann geht's ans Servieren. So, ein bisschen Grundlage von dem Blumenkohl drunter, dann mehr Nudeln, noch so ein bisschen frische Petersilie, noch ein bisschen Semmelbrösel und dann noch ein bisschen Pecorino. Und fertig ist diese Blumenkohlpasta und ich würde sagen, das ist richtig Deluxe. Und mit wenig Zutaten auch noch. Also wirklich auch so Sachen, gerade, ich würde echt immer so sagen, so Leute, die von sich aus immer erst so sagen, ich mag keinen Blumenkohl, ich mag keine Sardellen, lasst sie das auf jeden Fall erstmal probieren und dann reden wir weiter. Das hier ist der Knallerteller, Pasta mit Blumenkohl, probiert es auf jeden Fall zu Hause. Lasst uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch schmeckt. Gerne wie immer Anregungen für neue Rezepte. Ich empfehle euch erstmal das hier. Abonnieren vom Kanal nicht vergessen, vor allen Dingen die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ansonsten Leute, genießt das Futter, mache ich jetzt auch. Ciao!